Nächster Algorithmus, der sogenannte Label Correction Algorithmus oder Algorithmus von Bellman-Ford. Und der nutzt dieses sogenannte Optimalitätskriterium für kürzeste Wege aus. Und zwar wie folgt. Für einen Knoten J aus V bezeichne ich jetzt mal mit D von J die Länge eines gerichteten Weges von einem Startknoten zum Knoten J. Und wenn das Folgende gilt, wenn für alle Kanten E gilt, dass der Wert von DJ kleiner gleich ist dem Wert von DI plus Omega IJ, ja, wenn das sozusagen für alle Kanten gilt, ja, genau dann bezeichnet dieses D von J, ist das gerade der Abstand von einem Startknoten zu dem Knoten J. Das ist sozusagen gleich Grundlage für den Algorithmus, indem man nämlich einfach sagt, naja, wir fangen auch wieder mit irgendwelchen initialen Werten an für D und dann lasse ich eine Schleife so lange laufen, ja, bis ich hier sozusagen nichts mehr verbessern kann. Das heißt, wir prüfen dann diese Bedingung, genau diese Bedingung, das ist ja das was Ähnliches, was wir eben auch gerade hatten in dem Dijkstra-Algorithmus, ja, also das Ding hier, das haben wir eben auch immer schon verwendet, ja, in dieser Minimumberechnung. Das machen wir jetzt so lange, bis es für alle Kanten erfüllt ist. Ja, und dann liefert uns sozusagen dieses Kriterium hier. Ja, das werde ich irgendwie nicht beweisen. Das dauert auch wieder etliche Zeit. Und ich schreibe das vielleicht hinterher hier als Notiz nochmal rein. Dann liefert uns dieses Kriterium automatisch auch die Korrektheit des Algorithmus. Ja, und der Algorithmus ist auch ganz einfach formuliert. War hier auch diese Abstandsmarkierung, so nennen wir die jetzt Abstandsmarkierung oder Labels, Abstandslabels in jedem Schritt. Initial werden wir das auch zu unendlich setzen und wenn sich das nicht ändert, dann haben wir noch keinen Weg zu dem Knoten J gefunden. Und wir werden für jeden Knoten auch einen Vorgänger speichern, irgendwie so hier als Predecessor. Das ist dann der Knoten, über den ich aus den Knoten J erreiche, ähnlich wie ich das eben bei dem Algorithmus von Dijkstra auch skizziert habe. Genau, wenn ich dann fertig bin, weiß ich, wie ich diesen Weg ermitteln kann. Ja, das ist der ganze Algorithmus. Initialisierung, dann setze ich hier diese initialen Abstandsmarkierungen. Ja, und dann gucke ich mir irgendwie an, ja, solange es hier noch eine Kante gibt, für die dieses Optimalitätskriterium verletzt ist, dann passe ich das irgendwie an. Dann setze ich halt das Ding neu und gucken wir mal an, was da passiert. Auch da ein ganz einfaches Beispiel. Und wir werden den Algorithmus gleich noch so ein bisschen verfeinern. Das war hier, das ist ja jetzt, wenn ich das jetzt wieder überprüfen wollte, in so einem Algorithmus, ne, mit irgendwie so einem Existenzquantor hier, ob es eine Kante existiert, für die das noch nicht erfüllt ist. Also da sehen Sie vermutlich schon auf den ersten Blick, das direkt zu implementieren ist ein bisschen schwierig. Hier ist keine Reihenfolge vorgegeben, aber zunächst mal auch wieder so als generischer Algorithmus. Ich initialisiere das Ding. Und ich sag mal, mein Startknoten, da sei wieder der Knoten A hier. Und dann würde ich mir jetzt eine Kante rausgreifen. So, ich wähle jetzt als erstes diese Kante aus hier, AC. Ja, für die war das noch nicht erfüllt, da stand irgendwie unendlich. Ja, und jetzt greife ich die Kante heraus, setze hier in Zeile 6 den entsprechenden Wert für das C. Ja, also das ist ja sozusagen das J, wäre jetzt das C hier, bekommt den Wert 2 und als Vorgänger wird das A gespeichert. Ja, das passiert hier. Ja, jetzt greife ich mir wieder eine Kante raus, diese hier oben, AB, das war auch bislang unendlich, bekommt auch als Abstandswert den Wert 2 gesetzt, Vorgänger ist A und ich wähle mir noch eine Kante 4. Kante diese hier von B nach D. Ja, D bekommt den Wert 6. Ja, das ist entsprechend der Abstand von B plus die Kosten der Kante von B nach D. Gibt den Wert 6 und in dem Vorgänger hier wird das B gespeichert. Kante DE. Genau. Das ist das hier. Das E bekommt jetzt als Kosten den Wert 9. Genau, 2 plus 4 plus 3 ist 9. D sind die Kosten 6, genau, passt. So, jetzt haben wir hier noch Kanten, für die das nach wie vor
noch nicht erfüllt ist. Na, wissen wir nicht. Gucken wir mal. Wenn ich jetzt die Kante BE auswähle, stellen wir fest, okay, die Kosten von E werden dadurch günstiger, ja, weil ich jetzt sozusagen hierher gehe. Ja, dadurch verringert sich der Wert von E auf 5, ja, war vorher 9 und vorher stand hier das D drin und das wird jetzt durch B ersetzt, weil ich jetzt sozusagen, um nach E zu kommen, über B gehe. Und ich kann die Kosten aber noch weiter vergünstigen, ja, wenn ich nämlich von E, um nach E zu kommen, nicht über B gehe, sondern hier unten hergehe. Ja, jetzt gucke ich mir irgendwie diese Kante an. Ja, auch für diese Kante ist dieses Kriterium noch verletzt. Wenn ich nämlich jetzt hier mir anschaue, der Wert von C ist 2 plus die Kosten von 1, das ist in Summe 3. Und das ist kleiner als die bisherigen Kosten von E mit 5. Das heißt, das E würde nochmal angepasst werden auf 3. Und der Vorgängerknoten ist das C. Und damit sind wir, glaube ich, fertig. Ne? Genau. Also ein ganz einfacher Algorithmus auch. Das ist noch so ein bisschen unstrukturiert. Da müssen wir uns jetzt noch Gedanken zu machen, wie wir das vielleicht strukturieren können. So wirkt es ja so ein bisschen zufällig. Genau, Bemerkungen hatte ich gerade gesagt. Eine Reihenfolge oder Vorgehensweise zur Auswahl der nächsten Kante haben wir noch nicht. Ja, wenn ich das in jedem Schritt hier überprüfen würde, das wäre relativ aufwendig. Ja? Wenn ich das mache, dann komme ich im schlimmsten Fall komme ich auf einen Aufwand, wenn ich mit n wieder die Anzahl der Knoten bezeichne, mit m wieder die Anzahl der Kanten und c jetzt sozusagen als den maximalen Wert eines Kantengewichts, ja, dann komme ich da im übelsten Fall auf einen Aufwand von o von n Quadrat mal c. Und dass hier beispielsweise dieses c mit einfließt, also das Gewicht der Kanten, sowas will man irgendwie überhaupt nicht. Ja. Man möchte eigentlich so diese Aufwandsanalyse immer nur machen, oder die Größen, die da einfließen sollen, die sind eigentlich diese. Also die Größe sozusagen, die strukturelle Größe, aber nicht die Größe der Kanten oder die Kosten. Ja, sowas ist hochgradig unerwünscht, weil das kann ja beliebig groß werden. Ja. Und das heißt, da müssen wir uns jetzt ein paar Gedanken zu machen, wie wir das irgendwie verbessern können. Ja, und das geht aber auch ganz einfach, indem man nämlich das Folgende macht, dass ich beispielsweise so eine Struktur einsetze, wie wir die schon kennengelernt haben, sowas wie eine Q. Und zwar trage ich da die Knoten ein, die dieses Kriterium, ja, dieses Optimalitätskriterium möglicherweise verletzen. Und dann entnehme ich sozusagen in der Schleife, wie wir das eben auch gemacht haben, entnehme ich in jedem Schleifendurchlauf, entnehme ich einen Knoten, aber ich trage halt hier jetzt auch wieder neue ein, weil durch das Neusetzen von solchen Abständen, ja, kann es durchaus sein, dass dann bisher ermittelte Werte nicht mehr gültig sind. Ja, darum müssen wir da eventuell auch mal wieder neu welche eintragen. Ja, das heißt, wenn wir nämlich einen Knoten J modifizieren, dann müssen wir auch die Nachbarknoten nochmal neu überprüfen. Das heißt, die Nachbarknoten würden wir, wenn wir den Wert von DJ neu setzen, ja, dann würden wir die Nachbarknoten wieder in diese Q hier eintragen. Genau, ja, und das sieht dann beispielsweise so aus, Modified Label Correction Algorithmus, wieder Initialisierung hier oben. Und ich benenne jetzt meine Q, nenne ich jetzt Liste. Ich habe da Operationen wie Front, NQ und DQ drauf. Hier, hier und hier kommen die zum Einsatz. So, und solange diese Liste noch nicht leer ist, ja, nehme ich mir den vordersten Knoten aus meiner Schlange raus. Dann gucke ich mir an die benachbarten Knoten, also sozusagen die von I ausgehenden Kanten. Die gucke ich mir an, ob die hier dieses Optimalitätskriterium verletzen. Also ich gucke mir sozusagen den Abstand, den bisher ermittelten Abstandswert der adjazenten Knoten an. Ja, und wenn das größer ist als dieser Wert hier, ja, also sozusagen die Kante, über die ich von dem aktuellen Knoten, der aktuelle Knoten ist Knoten I, ja, plus die direkt zu J führende Kante,
Ja, wenn der größer ist als dieser direkte Weg über I zum Knoten J, ja, dann setze ich halt den Wert von J neu, der Vorgänger wird neu gesetzt. Und wenn, wenn der Knoten J noch nicht in der Liste drin ist, ja, dann trage ich ihn wieder ein, was dann wiederum Auswirkungen hat auf die Knoten, die hinter J sind. Ja. Okay, auch da gucken wir uns wieder ein Beispiel an. Das ist der Graph, den wir eben auch bei dem Dijkstra verwendet haben. Ja, und wenn wir das jetzt irgendwie machen, ich trage jetzt hier irgendwie immer ein, das, was in dieser Q-Liste steht. Hätte ich vielleicht Q nennen sollen, aber ich habe es halt jetzt irgendwie List genannt. Initialisierung. Ja, A ist wieder mein Startknoten. Und dann als erstes gucke ich mir wieder diese drei Kanten hier an. Ich setze die Abstände für B, C und D neu. Die werden entsprechend hier in die Liste eingetragen. Bekomme den entsprechenden Wert. Dann gucke ich mir an, als ersten Knoten B, C, D. Also ich nehme jetzt sozusagen immer hier raus, Knoten B. Da gucke ich mir auch da wieder die benachbarten Knoten, sprich E und F an. Auch die bekommen den Wert neu gesetzt. Vorgänger ist B. Jetzt würde ich mir C angucken. So, und C würde jetzt dazu führen, dass es eine Verbesserung für den Knoten B gibt. Ja, und B muss ich dann wieder neu hier aufnehmen. Ja, weil sich dadurch natürlich dann auch der Weg zu E wieder ändert. Ja, darum, also das ist jetzt eigentlich hier, kann ich direkt sehen, dass B würde ich jetzt hier neu aufnehmen, wenn ich Knoten C bearbeite. Ja, B bekommt einen neuen Wert, ist hier wieder mit drin. Ja, und dadurch würde ich dann später auch das E nochmal wieder neu anpassen. Ja, als neuer Knoten hier von dem C aus erreiche ich das F. Der bekommt einen Wert gesetzt. So, jetzt nehme ich das D raus. Da entdecke ich hier, oder würde ich jetzt, den habe ich schon, F wird neu gesetzt werden, vergünstigt sich jetzt. Ich würde H sozusagen neu setzen, bekomme jetzt als Wert jeweils, oder als Vorgänger jeweils den Wert D, oder den Knoten D. E würde abgearbeitet werden, passiert da irgendwie was, C nicht. G würde ich auf jeden Fall neu identifizieren und E, nee, sonst dürfte eigentlich nichts passieren. G nehme ich auf. Genau, bekommt hier auch einen Wert. F würde ich mir jetzt anschauen. Da würde ich jetzt einen günstigeren Weg zum Knoten G finden, zum Knoten H finden. Die würden entsprechend hier eingetragen werden. Die Werte würden angepasst werden. Dann würde ich jetzt nochmal von B aus gucken, mir wieder die Nachbarn zu F und zu E. F war ich bisher mit 14. Das würde nicht günstiger werden. E müsste sich jetzt nochmal verringern hier, die Kante, ja, weil der bisherige Wert ist 26. Ja, wenn ich jetzt als nächstes B rausnehme, genau, B hatte den bisherigen Wert 9. Jetzt komme ich über diese Kante zum Knoten E. Vorher war ich irgendwie über diese Kante, glaube ich, gekommen. In dem ersten Durchlauf, wo ich das B mit hatte. Das kommt jetzt das zweite Mal dran. So, der Wert von E würde sich verringern, entsprechend würde der Vorgängerknoten von E das B ergeben. Dann das G, da passiert aber nichts weiter und beim H passiert, glaube ich, auch nichts weiter. Und dann bin ich irgendwann fertig. Ja? Also denke ich, das ist klar, dass wenn ich einen Knoten habe, und ich ändere dessen Abstandsbegriff oder dessen bisher ermittelter Abstand, dass ich dann halt diese Nachbarn nochmal anpassen muss, wie wir das gerade hier gesehen haben bei dem Knoten B. Und der Wert für E ändert sich dadurch und das muss ich dann entsprechend organisieren. Machen wir hier über so eine Queue. Ja, das hatten wir gesagt, enthält so eine Liste. Wenn die Liste leer ist, haben wir eine optimale Lösung gefunden, weil dann gibt es keine Kante mehr, die dieses Optimalitätskriterium verletzt. Genau, und wenn wir noch eine Kante da rausgreifen können oder einen Knoten und diese Optimalitätsbedingung ist verletzt, ja, dann ändern wir entsprechend den Abstandswert. Das hat man auch gesagt, dass der Nachfolgeknoten nochmal angepasst werden muss.
Genau, und sozusagen letztendlich muss ich mir eigentlich dann nur gewisse Kanten angucken. Wir speichern das aber als Knotenliste, hier dieses Element List, diese Q. Ja, ich könnte da auch Kanten eintragen, die ich dann sozusagen nochmal neu betrachten muss. Ich müsste dann, wenn ich, wie wir das eben gesehen haben, als ich den Knoten B verändert habe, müsste ich alle ausgehenden Kanten, muss ich dann ja nochmal untersuchen. Ja, also alle adjazenten Knoten. Ich habe es hier jetzt als Knotenliste gespeichert. So, verwendet man zur Laufzeit von List eine Q, so benötigt der Algorithmus O von M mal N Zeit. Ist auch schon relativ alt, ja, und ist jetzt hier, da haben wir keine Einschränkungen an die Kantengewichte. Das heißt, da kann ich auch negative Kantengewichte mit bearbeiten. Ich kann dann auch identifizieren, ob ich da Kreise im Algorithmus enthalten habe. Und ist immer noch der Algorithmus, der für diese allgemeine Form, also auch mit negativen Kantengewichten, der beste Algorithmus ist. Ist von der Laufzeit natürlich, wenn ich jetzt nur positive Kantengewichte habe, mit O von V Quadrat schlechter als der Dijkstra. Ja? Also M mal N ist zumindest bei dichten Graphen teurer als V Quadrat bei Dijkstra.